In jeder Werkstatt stellt sich die gleiche Frage: Was mache ich mit stumpfem Werkzeug? Und deswegen zeige ich dir heute, wie du in 60 Sekunden dein Stechbeitel wieder scharf bekommst. Und weil ich jetzt gar nicht viel rumreden will, hier ist meine super Low-Budget-Variante zum Schärfen. Da ist meine Uhr. Ich würde sagen, wir wechseln die Perspektive, 60 Sekunden und los geht's. Und danach erkläre ich natürlich alles, wie ihr eure Stechbeitel schärft. Erstmal zeige ich euch nur, dass es super schnell geht. Wow, krass, das hat ja gut geklappt. Aber was soll das? Das soll zwei Sachen zeigen. A, das Wichtigste, damit das Schärfen nicht nervig wird, ist einfach eine gewisse Routine. Das heißt, wenn ihr das regelmäßig macht, dann kommt das Stecheisen gar nicht erst in so einen Zustand, wo ihr ewig lange dran arbeiten müsst. Das ist jetzt wieder super. Es sieht nicht super aus. Es ist also nicht alles hochpoliert. Aber das ist auch etwas, was ihr in der Regel nicht braucht. Ihr braucht kein Mirror Finish und was auch immer. Ihr braucht ein Stecheisen, was funktioniert und was scharf ist. Und wenn ihr mit einem Stecheisen Hirnholz schneiden könnt, so wie ich das gerade gezeigt habe, dann ist das schon mal super. Natürlich müsst ihr eure Stecheisen nicht in 60 Sekunden schärfen. Ihr könnt das natürlich wesentlich langsamer machen. Mache ich in der Regel auch. Der Trick ist einfach nur zu zeigen, es geht auch schnell. Es ist kein Riesendrama und es ist auch kein Hexenwerk. Was natürlich extrem dabei hilft, ist so eine Schärfhilfe. Die meisten von euch haben vielleicht so eine Schärfhilfe oder sogar eine selbstgebaute. Und ich zeige euch gleich, wie ihr ohne diese Schärfhilfe, ups, da ist was runtergefallen, wie ihr ohne diese Schärfhilfen schärfen könnt. Bei diesen billigen ist das Problem, das Eisen sitzt nicht gut drin. Ich will da gar nicht weiter darauf eingehen. Es sitzt einfach nicht gut drin. Die sind meistens einfach schlecht verarbeitet. Also es ist wahrscheinlich besser, wenn ihr es dann von Hand lernt. Ich habe hier mir für die Meisterschule damals das System von Veritas gekauft in der MK2 Deluxe Variante. Einfach weil da auch die Möglichkeit dabei ist, Hobeleisen abzurichten bzw. zu schleifen und dieses Teil. Das ist einfach relativ cool, weil das könnt ihr euch einfach vorne, ich mache das jetzt einfach nur von Weitem, ihr müsst es dann ja selber entscheiden, ob ihr das haben wollt oder nicht, könnt ihr euch diesen Stopper sozusagen an die Schleifhilfe dran zwingen und der sorgt dafür, dass ihr immer den richtigen Winkel dran schleift, weil das ist ja nämlich die große Herausforderung bei Stecheisen, gerade wenn man von Hand schleifen sollte, den richtigen Winkel einzustellen. Und jetzt kommt die Frage, was ist der richtige Winkel? Und das hängt stark damit zusammen, was ihr macht, was für Holz ihr bearbeitet. Da gibt es auch eine Milliarde verschiedene Theorien. Das wollen wir jetzt gar nicht so weit eingehen. Oder darauf wollen wir jetzt gar nicht so weit eingehen. In der Regel ist es so, dass eure Stecheisen mit einem gewissen Winkel kommen. Und der ist in der Regel auch gut. So können wir das abkürzen. Hier sehen wir jetzt einmal nur von Weitem, wofür diese Hilfe da ist. Ich weiß also genau, wie weit ich meinen Stechbeitel reinstecken muss, damit ich genau den Winkel habe, den ich haben will. Was an diesem System noch cool ist, zeige ich euch später nochmal. Ich habe es auf jeden Fall auch schon mal unten verlinkt, falls ihr es haben möchtet. Wie gesagt, die Dinger, das Geld könnt ihr lieber sparen.
Die nächste wichtige Frage beim Schleifen ist, was nehme ich denn zum Schleifen? Ich nehme ja in der Regel mein Tormek. Wäre jetzt ein bisschen witzlos, euch zu zeigen, wie ich damit meine Stecheisen schärfe, weil das hat jetzt dann überhaupt nichts mehr mit Skill zu tun. Und die meisten werden wahrscheinlich kein Tormek haben. Das heißt, die Frage ist, nutze ich jetzt einen Wasserstein, einen Ölstein, Diamantsteine? Es gibt, glaube ich, sogar Glassteine oder solche Sachen. Am Ende ist es scheißegal. Das ist das, was ihr am besten findet, nehmt ihr. Der Prozess ist eigentlich der gleiche. Also das Schärfen funktioniert immer noch gleich, egal welchen Stein ihr habt oder auch nicht. Insofern ist das erstmal egal. Ich habe in dem Video gerade oder in der 60-Sekunden-Sequenz sehr, 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 sehr billige Diamantsteine genommen. Wie gesagt, ich nutze in der Regel einen Tormek. Ich habe die einfach, weil ich sie habe. Und sie sind auch völlig in Ordnung. Also wenn ihr jetzt vor der Entscheidung steht, ich habe natürlich auch die ganzen schönen, teuren japanischen Wassersteine. Die sind natürlich ein bisschen teurer einfach. Diamantsteine, da sind wir ganz schnell über 100 Euro. Das ist gar kein Problem. Wenn jetzt aber die Frage ist, gebe ich eher Geld für eine gute Schleifhilfe aus oder für einen guten Stein, dann würde ich sagen, kauft euch eine richtig gute Schleifhilfe, weil die hilft euch, das Werkzeug perfekt im Winkel zu halten. Dann müsst ihr nämlich nur noch eine Sache machen, wenn ihr zum Beispiel so einen Stein habt. Ihr müsst darauf achten, dass euer Stein plan ist. Diesen hier hatte ich in irgendeinem Video letztens schon mal gezeigt und gesagt, dass ich den nur noch für Messer nehme, weil ich ja einen Tormek habe. Der ist aber super, deswegen habe ich ihn genauso gelassen, um zu zeigen, was ein nicht planer Stein ist, nämlich ein Stein, das seht ihr gleich nochmal von Namen, der eine richtig schöne Aushöhlung in der Mitte hat. Und das Problem ist, wenn ihr versucht, über eine nicht plane Oberfläche eine super gerade Klinge hinzubekommen, das funktioniert nicht. Also, die Steine müssen abgerichtet werden. Das kann man zum Beispiel mit Schleifpapier auf einer Glasplatte machen, dass man den Stein einfach darüber schleift. Das ist nur sehr wichtig, dass ihr das bedenkt. Also, die erste Frage, womit schleife ich? Antwort eigentlich egal. Wichtig ist, ihr braucht in jedem Fall verschiedene Körnungen. Ihr solltet was Grobes haben, wenn euer Eisen mal kaputt geht. Und da kommen wir zu einem Kommentar, den ich vorgestern, glaube ich, bekommen habe. Nimm es mir nicht übel, aber da hat jemand geschrieben, wie ist das bei japanischen Stecheisen? Die sind ja hinten ausgehöhlt, der Hohlschliff. Wenn ich da die Schneide schleife, dann ist doch innerhalb von ein paar Minuten die Schneide und nach ein paar Mal weg, weil ich schon im Hohlschliff bin. Für alle, die jetzt keine Ahnung haben, worüber ich rede, einfach zuhören. Das ist Quatsch. Und zwar ist es Quatsch, weil wir beim Schleifen oder Scharfmachen fast kein Material entfernen wollen. Wir wollen wirklich nur die Schneide intakt halten und nicht, ich sag mal übertrieben, Millimeter Material wegnehmen. Das passiert, wenn überhaupt, höchstens dann, wenn ich so ein Stecheisen nehme und es irgendwie auf Betonboden fallen lasse und die Schneide wirklich bricht. Das sollte im normalen Umgang nicht passieren. Im normalen Umgang ist es so, wenn ihr es regelmäßig macht, dass ihr wirklich nur die Schneide intakt haltet. Wie eine kaputte Schneide aussehen könnte, zeige ich euch gleich an dem hier, denn das werden wir jetzt gleich nochmal von Hand schleifen. Und dabei werde ich euch so ein bisschen erklären, worauf es da zu achten gilt. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Also wichtig ist beim Schleifen natürlich, dass wir immer bei einer relativ groben Körnung anfangen und uns dann immer weiter nach oben arbeiten und immer feiner werden. Und die große Schwierigkeit beim Schleifen von Hand ist natürlich irgendwie, dass wir diesen Winkel halten müssen. Und das kann ich euch leider nicht abnehmen. Das ist einfach Übungssache. Wichtig ist, zuallererst auch mal zu erwähnen, warum ich zum Beispiel hier Fensterreiniger nehme. Wasser verdampft relativ schnell. Glasreiniger nicht. Der Witz bei Glasreiniger ist, der soll super nass bleiben. Das bleibt er auch. Das heißt, der eignet sich sehr gut für solche Diamant- oder auch Wassersteine. Bei Wassersteinen, wenn ihr bessere habt, dann vielleicht lieber kein Glasreiniger, dann legt sie wirklich in Wasser. Aber bei solchen billigen Diamantsteinen hier geht das wirklich sehr gut. Wenn ihr jetzt das Eisen hier drauflegt, dann ist irgendwann die Übungssache, dass ihr das so ein bisschen hoch und runter wirbt. Ich mache das mal an der Stelle, wo kein Glasreiniger ist. Und ihr irgendwie spüren müsst, wann ihr den Winkel habt. Das kann man relativ gut fühlen. Und dann ist natürlich die große Schwierigkeit, diesen Winkel einfach zu halten. Das funktioniert ganz gut, wenn ihr das Stecheisen mit den Fingern fixiert. Das geht mit Handschuhen besser als ohne. Und vor allen Dingen ohne Handschuhe habt ihr das Problem, ihr reibt mit den Fingern ja auch über den Schleifstein. Das habe ich früher immer ohne gemacht. Und mich gewundert, warum ich so entzündete Fingernägel habe, weil ihr euch diesen kleinen, ganz feinen Metallstaub in die Fingernägel reibt. Und zumindest meine Hände können das jetzt nicht so gut ab. Und dann einfach versucht,
nicht die Handgelenke zu bewegen, sondern einfach nur die Arme vor und zurück zu bewegen, so wie ich das jetzt hier gerade mache. Das heißt, wir versuchen alles so stabil wie möglich zu halten. Das funktioniert auch relativ gut. Was wir aber auf jeden Fall sehen, es dauert länger als mit der Schleifhilfe, weil die können wir einfach relativ schnell vor und zurück schieben. Und ich sage auch schon wieder die ganze Zeit relativ, aber das ist nicht so schlimm. Was wir dann sehen, das sehen wir hier jetzt schon ganz gut, ist, ich schleife nicht die gesamte Klinge. Das ist jetzt sozusagen schon so ein bisschen Next Level, sondern ich schärfe wirklich nur die vorderste, den vordersten Teil der Klinge. Das ist vielleicht ein Zehntel von der ganzen Schneide. Das führt dazu, dass es A, wesentlich schneller geht und B, ihr auch nicht so viel Material entfernen müsst, weil ihr wirklich nur den vordersten Teil nehmt. Das ist, und es tut mir einfach leid, das so sagen zu müssen, das ist viel Übungssache. Trotzdem zeige ich euch jetzt nochmal, wie man weitermachen würde, was auf jeden Fall wichtig ist. Ihr merkt, dass die Schneide gut ist, wenn ihr auf der Rückseite so einen ganz leichten Grat fühlen könnt. Und der muss natürlich am Ende weg. Das heißt, wenn ihr soweit seid, würdet ihr dann das Eisen immer noch mal auf die andere Seite legen und den Grat einfach vorsichtig abziehen. Dabei ist es natürlich auch wieder wichtig, dass euer Stein halbwegs plan ist oder am besten Fall sehr, sehr plan ist. Und dann, in der Regel mache ich das zwei, dreimal, jetzt habe ich schon ein paar Mal öfter gemacht, weil ich nebenbei rede, würdet ihr zum nächsten Stein gehen, also zur nächsten Körnung, das gleiche wieder machen, hinten einmal abziehen und so weiter und so fort. Und wie hoch ihr dann geht, da gibt es auch 1 Million verschiedene Lesarten zu bei mir. Ich bin ganz ehrlich, 2500 reicht locker für den normalen Alltag. Also ihr habt gerade gesehen, Eichenhirnholz wegrasieren war überhaupt kein Problem. Viel mehr müsst ihr damit nicht machen. Und wie gesagt, es gibt hierfür, für diese vordere Schneide, sehen wir, dass da immer noch eine kleine Delle drin ist, weil ich es offensichtlich mal abfallen lassen. Das heißt, ich müsste das tatsächlich noch ein bisschen weitermachen. Aber viel wichtiger als das ist, dass wir jetzt gleich noch mal ein bisschen hier was verändern. Und ich zeige euch einen super coolen Trick, wie wir mit dem Veritas-System nicht die ganze Fläche schleifen, sondern wirklich nur das vorderste Stück. Bevor wir jetzt zum Veritas-System kommen, einmal kurz die Demonstration. Wir haben das jetzt eben gerade wirklich minimal von Hand geschärft und auch nur eine Körnung. Das war, glaube ich, 2000. Und wir sehen, wir können hier schon wirklich 1A durch die Eiche durchgehen. Und das zeigt auch so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe. Ihr braucht keine Spiegelklinge. Dieser Teil hier oben, ob ihr den poliert oder nicht, das ist scheißegal. Damit schneidet ihr nicht. Ihr schneidet nur mit der Spitze vorne. Das heißt, natürlich kann man dafür sorgen, dass man die hübschesten, poliertesten Stechbeitel der Welt hat. Das hat sicherlich auch seinen Reiz. Es ist nur völlig überflüssig für den Gebrauch. Fight me on that, könnte man sagen. Da gibt es nämlich Leute, die das anders sehen, ist auch in Ordnung. Das nächste, eine Sache noch ganz wichtig. Stumpfe Stechbeitel sind wesentlich gefährlicher als scharfe. Das liegt einfach daran, dass sobald ein Stecheisen stumpf ist, braucht ihr wesentlich mehr Kraft und fangt an, solche Sachen hier zu machen und hinterher zu hacken. Das muss nicht sein. Wenn es scharf ist, in der Regel schneidet ihr natürlich auch kein Hirnholz, geht das da viel besser durch. Das heißt, das Verletzungsrisiko, weil ihr unkontrolliert Kraft aufbringt, ist wesentlich geringer, als wenn ihr ein Werkzeug habt, was, sage ich mal, ein bisschen wie beim Chirurgen, einfach durchgeht. Deswegen haben Chirurgen so scharfe Messer und keine Hammer oder sowas. Jetzt haben wir das aber erklärt und legen das erstmal weg. Wie gesagt, wenn ihr diesen Punkt finden wollt beim Schleifen, Übungssache, üben, üben, üben. Am besten nehmt ihr zum Üben nicht gleich das allerbeste Stechbeitel, was ihr habt, sondern vielleicht erstmal eine alte Gurke. Das klappt ganz gut. Jetzt zeige ich euch nochmal das Veritas-System, was wir eben hatten. Da gibt es auch eine andere Variante, aber wie gesagt, ich würde eher das Geld in dieses System investieren, anstatt direkt in super Steine und dafür auch ein paar Euro mehr ausgeben. Wir haben hier diesen Mechanismus, wo wir unser Eisen einspannen können. Wichtig ist natürlich, dass die platte Seite nach oben kommt und nicht andersrum, weil wir wollen ja die Schneide schärfen. Wir können es jetzt hier erstmal ein bisschen festmachen, noch nicht ganz. Und dann haben wir ja hier wieder diesen Aufsatz, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Da haben wir verschiedenste Winkel, die aufgeführt sind. Die sind alle mehr oder weniger wichtig. Und dann machen wir das Ganze einfach so. Wir schieben das hier drauf.
Das Gute dabei ist, dass wir hier links auch eine kleine Lippe haben. Das heißt, es sorgt dafür, dass das Eisen auch definitiv gerade in der ganzen Führung drin liegt. Und das ist auch was, ich weiß, es gibt ganz viele tolle Bauanleitungen für so Schleifhilfen. Es lohnt sich, glaube ich, da was für auszugeben, weil es ist einfach präziser und wiederholbarer. So, jetzt höre ich aber auch auf. Also, dann schieben wir unser Stechbeitel bis nach oben dran an den Winkel, den wir brauchen. Drehen das Ganze fest, dann machen wir das Ganze hier wieder ab. Und dann haben wir unser Stechbeitel da super schön drin. Jetzt gibt es ein super cooles Feature. Und zwar haben wir das hier an der Seite. Wir haben hier dieses kleine Rad, wo ein Strich nach oben zeigt. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben alles gut eingestellt, wir wollen aber nur vorne den sogenannten Micro-Bevel, also das ganz kleine bisschen, was ich hier vorne gerade geschliffen habe, mit dieser Schleifhilfe machen, dann gehen wir von der 12 Uhr Position hier oben, ziehen das einmal raus und gehen nach unten und gehen auf 6 Uhr. Das heißt, wir verändern minimalst den Winkel. Das heißt, wir neigen das Eisen ein bisschen mehr, so wie ich das auch gerade von Hand gemacht habe. Wir liegen also nicht komplett platt auf, sondern neigen es ein bisschen mehr. Und dadurch kommt dann der Effekt, dass wir nur ganz vorne Material wegnehmen. Und das ist super schlau, denn dadurch schaffen wir es, oder habe ich es vorhin geschafft, in 60 Sekunden das Stechbeitel wieder scharf zu bekommen. Und selbst bei diesem abgeranzten Monster hier ging das gerade super schnell, weil wir halt einfach nicht so viel Material entfernen. Jetzt aber doch noch Werbung, also keine Werbung, sondern warum es sich lohnt, das Deluxe-System zu kaufen. Das gleiche Problem haben wir natürlich auch mit allen Hobeleisen. Die müssen wir auch irgendwie schärfen. Wenn ihr sozusagen in das ganze Thema Schärfen von Hand reingeht, gibt es hier im gleichen Set, was ich euch unten verlinkt habe, auch noch die Möglichkeit, Hobeleisen einzuspannen. Das heißt, wir haben hier so einen breiteren Mund, den wir rechts und links getrennt zuschrauben können. Da passt unsere Winkelhilfe übrigens auch drauf. Das heißt, auch bei den Hobeleisen können wir dafür sorgen, warum passt es nicht? Zu viel versprochen? Nee. Das heißt, auch bei den Hobeleisen können wir uns genau den Winkel einstellen, den wir wollen. Und riesen Vorteil, auch bei den Hobeleisen können wir dafür sorgen, dass wir nur ganz vorne an der Spitze Material entfernen. Ja, und das ist eigentlich mega schlau, weil so geht das Schärfen relativ schnell. Und vor allen Dingen, wie ich vorhin gesagt habe, eine der wichtigsten Regeln beim Schärfen ist, am besten nicht warten, bis das Ding kaputt ist. Weil dann, je länger ihr wartet und desto schlechter die Schneide ist und vielleicht sogar ein Stück abgebrochen ist, desto mehr Arbeitsaufwand habt ihr dann in der Zukunft, weil ihr halt wirklich alles wieder herrichten müsst. Und weil ich gesagt habe, ich habe einen Tormek, ist jetzt natürlich die Frage, müsst ihr euch auch einen Tormek kaufen? Nein. Wenn man eine überschaubare Anzahl an Werkzeugen hat, dann ist es kein Problem, die von Hand zu schärfen. Das habe ich bis vor, weiß nicht, 2-3 Monaten auch so gemacht. Aber es ist natürlich so, wenn man irgendwann feststellt, dass man irgendwie 50 oder 60 Stecheisen hat oder noch mehr, dann macht es Sinn, Tormek zu haben, weil es einfach lange dauert. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen verstanden habt, wie das ganze Thema Schärfen funktioniert. Ganz wichtig, wenn ihr jetzt sagt, pass auf, oh, ich brauche aber so eine Spiegelklinge, ich brauche das einfach, dann macht ihr es einfach anders. Dann schleift ihr halt länger, bis ihr wirklich die ganze Fläche schön abgeschliffen habt. Und dann würde ich euch empfehlen, trotzdem noch einen kleinen zweiten Winkel dran zu schleifen. Einfach, dass ihr in Zukunft das Ganze ein bisschen einfacher habt. Wie wir ein Stecheisen komplett restaurieren, wenn es runtergefallen ist, das können wir uns auch mal angucken. Das ist aber ein völlig anderer Prozess, denn das ist Schärfen. Wieder herrichten, da fangen wir wahrscheinlich mit Schleifpapier an, mit ganz, ganz anderen Steinen. Das ist noch die Frage, das habe ich gar nicht beantwortet. Was für Körnung braucht ihr eigentlich? Also ich habe eben benutzt für die 60 Sekunden 1200, 2000, 2500. Ja, dazwischen gibt es noch Schritte. Ja, die könnt ihr auch benutzen. Es hat aber funktioniert. Also, jetzt schlagen die Hunde an. Das heißt, ich glaube, die sprechen mir dazu. Am Ende ist es doch so, dass es funktionieren soll. Und es hat funktioniert. Oha, die Hunde sind sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, das Video ist damit jetzt zu Ende. Wenn ihr zum Thema Schärfen noch Fragen habt oder sagt,
Das Video, wo du erklärst, wie man Stechbeitel komplett restauriert, muss sofort kommen. Ja, sofort geht immer meistens nicht so gut, aber dann können wir das auf jeden Fall machen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Angst vor diesem Thema nehmen. Wie gesagt, es ist, wenn ihr es ganz von Hand macht, es ist einfach Übungssache, aber es macht auch Spaß. Denn es ist ja nichts cooler, als wenn man einen Freund da hat und der sagt, oh, scheiße, mein Stechbeitel ist kaputt. Und man sagt, na, kein Problem, macht das wieder scharf. Und der sagt, boah, du bist aber ein toller Hecht. Wahrscheinlich wird es in echt ein bisschen anders ablaufen, aber trotzdem ist es cool, wenn man in der Lage ist, sowas zu machen. Und für alle, die darauf keinen Bock haben oder wenn es wirklich schnell gehen soll, ist einfach das Veritas-System super. Ich habe es mir, wie gesagt, für die Meisterschule gekauft. Wir haben es da gerne benutzt. Ich benutze es immer noch gerne, wenn ich mal irgendwie irgendwas habe. Und jetzt ist Schluss. Wie gesagt, denkt an Handschuhe oder auch an andere Handschuhe, weil Metallstaub in den Fingernägeln, mein Handschuh war undicht. Scheiße. Naja, also kauft euch vielleicht auch bessere Handschuhe als ich. Wir sehen uns am Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht bitte nicht sowas. Tschüss.